Jülich, Aufsteiger und aktuell Tabellenletzter gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen, die mit kräftig Rückenwind nach Jülich gekommen sind, nach dem glatten Pokalsieg gegen Fulda bereits am Freitagabend, als man ins Viertelfinale einziehen konnte. Im ersten Einzel Allegro gegen Gossi. Allegro da ganz furchtlos, konnte immer wieder schöne Punkte landen, musste aber letztlich dem Franzosen gratulieren. Simon Gossi hier mit der Führung für Ochsenhausen. Dann Dennis Klein gegen Jakob Diaz. Auch hier war das dann doch eine klare Angelegenheit. Diaz hatte immer das Heft des Handelns in der Hand. Und Dennis Klein, der musste auch hier letztlich, oder zog letztlich hier den kürzeren. 2-0 Führung, also schon für Ochsenhausen zur Pause. Dann aber Robin Devos, der sich gegen Calderano sehr gut behauptete. Hier ganz schöne Übersicht, die Vorhand umläuft der Linkshänder seine Rückhand und zieht damit der Vorhand diagonal über den Tisch. Das Ding kommt richtig schön. Toller Ball von ihm. Er hatte dann auch nach drei Sätzen Matchball und schafft tatsächlich hier, ich würde schon sagen, die Sensation, schlägt 3-0 Hugo Calderano. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Dann das vierte Einzel, Allegro gegen Diaz. War hier jetzt vielleicht mehr drin für Jülich? Auf jeden Fall gab es schönes Tischtennis zu sehen. Allegro wehrt sich gegen Diaz. Er wehrt sich, aber letztlich vergeblich. Im vierten Satz 12-11, Matchball für Diaz. Und dann der Jubel. Ochsenhausen gewinnt 3-1. In Jülich. Einziger Punkt für Jülich durch Robin Devos. Okay, erste Frage. Ja, ich bin zufrieden mit Sieg. Kurz und knapp. Mit zweiter Frage, okay. Natürlich konnte Hugo besser spielen, aber es ist, wir wussten schon, dass es, mein Jülich, die haben gute Spieler und bei kleinen, sag mal so, Unkonzentriertheit oder ja, wenn man ein bisschen locker ins Spiel geht, so läuft das oft im Leben, dass man da Probleme kriegt. Ja, wie sind deine Erwartungen für die kommenden Spiele bei der TTF Liebherr Ochsenhausen? Ja gut, wir haben jetzt Pause, circa 3 Wochen, dann haben wir nächstes Spiel gegen Bergneustadt und die Jungs fahren jetzt zum Nationalmannschaft und spielen Europameisterschaft 18. bis 23. und dann sind sie alle zurück und dann werden wir vorbereiten für das nächste Spiel. Ja.